Mein neues Studium, der Master of Higher Education, ist ein sehr leseintensives Studium. Da möchte ich Ihnen ein bisschen berichten, wie ich lese. Es hat einen für die verschiedenen Studieninhalte hat es einen Reader gegeben, also eine Textzusammenstellung, die ich bearbeiten muss, wo auch erwartet wird, dass ich sehr viel davon gelesen habe. Und man muss natürlich lernen, mit dieser Menge an Text klarzukommen und sie aufzuarbeiten. Heute will ich darüber sprechen, in welcher Reihenfolge lese ich, wie soll ich lesen. Ich zeige Ihnen, wie ich auf verschiedenen Ebenen den Text bearbeite, inhaltlich, strukturell und wie ich ihn abklopfe auf Stilmittel und Muster. Und dann die Frage, geht das alles auch nicht viel schneller, effizienter und besser, was ich da tue? Der Text, den ich mitgebracht habe, das ist einer von Gabi Reinmann, einer meiner Professorinnen. Und kommen wir erstmal dazu, warum habe ich diesen Text ausgesucht? Ich habe diesen dicken Reader, diese Textsammlung, habe mir den ersten Text angeschaut, darum hier zu dem, in welcher Reihenfolge soll ich lesen. Den fand ich sehr schwer zugänglich, obwohl wir ihn schon in der Veranstaltung vorher behandelt haben. Er wollte nicht so recht. Der zweite war ähnlich, der dritte war auch so. Und beim vierten Text hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, damit kann ich einen guten Start machen. Dazu kommt es, dass es von meiner Professorin, Frau Reinmann, ist. Und in dem Zusammenhang, ich muss auch Texte verfassen. Sie wird sie lesen, sie wird sie bewerten, auch andere Mitglieder des Instituts dort. Aber das ist ein guter Start zu verstehen, wie Frau Reinmann arbeitet, wie sie schreibt, wie sie denkt. Also mehr oder weniger am Beispiel des eigenen Lehrers, der Lehrerin arbeiten. Kommen wir zu dem, wie soll ich lesen? Es gibt mehrere Ebenen, auf denen man sich einem Text nähern kann und die man berücksichtigen kann. Die entscheidende ist wie immer der Inhalt. Ich möchte verstehen und wissen, was da drin steht. Die Struktur, ein Text wird immer geschrieben und ich möchte ja auch selber verstehen, wie ich eines Tages Texte in dieser mir etwas fremden Disziplin schreiben kann. Darum auch eine Strukturanalyse und gleichzeitig dabei zu entdecken, gibt es bestimmte Stilmittel, Schreibfiguren, Muster, die mir helfen, die ich übernehmen kann. Gucken wir uns das Ganze mal an zu dem Inhalt. Die Frage ist erstmal, liest man einen Text von vorne nach hinten? Ich bin ein Vertreter, nein, weil Frau Reinmann wird, wie auch viele anderen Autoren, wird den Text nicht von vorne nach hinten geschrieben haben. Warum soll ich mich als Leser in die Pflicht nehmen lassen, das unbedingt von vorne nach hinten lesen zu müssen? Mir hat das Springen sehr geholfen. Es startet mit so einer Einleitung und dann merkte ich schon, oh, ich fange an zu schwimmen in dem Text. Sie sehen, hier ist weniger markiert. Und dann ging ich sehr früh auf das zweite Kapitel, fing da an, bestimmte Sachen zu lesen, merkte, dass ich was überspringen kann. Ich ging auch nach hinten, näherte mich von hinten wieder dem Kapitel 3 an. Und mit diesem Kapitel entfaltete sich plötzlich der Text wie von selbst. Nachdem ich das Kapitel 3 gelesen hatte, wusste ich plötzlich besser einzuordnen, was Kapitel 2 will. Darum habe ich dann mich wieder auf Kapitel 2 gestürzt, auch festgestellt, dass ich bestimmte Kapitel sehr flott lesen kann. Die brauchen nicht so viel Textarbeit und Aufarbeitung. Und im Rückblick war ich dann wieder bei der Einleitung angekommen und fing an, neu zu lesen und zu verstehen, was die Anleitung von mir will. Also ich glaube, ein Geheimnis liegt da drin, zumindest für mich, um sich einem Textverständnis, dem inhaltlichen Aspekt zu nähern. Nicht linear lesen ist für mich auch deutlich motivierender, wenn ich weiß, ich muss nicht sklavisch, ich muss nicht jede Cliffhanger erstmal aushalten. Natürlich hat sich ein Autor, eine Autorin sehr viel Mühe gegeben, einen Text linear aufzubereiten, auch wenn die Denkstrukturen vorher nicht so waren. Was sehr nett ist, das ist eine Dienstleistung, aber Sie müssen selber lernen, mit dem Text zu interagieren. Und ich sehe einen Text mehr als Dialogpartner, denn als ein Papier, was einfach etwas einfordert. Das tut er ja gar nicht. Gerade, dass Sie das auch ausdrucken können und arbeiten können, ist was Besonderes. Sie sehen, dass ich anstreiche, das tue ich auch mit Farbe. Das ist für mich ein doppeltes Hilfsmittel, zum Teil Inhalte rauszuholen, zum Teil aber auch Strukturbeziehungen sichtbar zu machen.
Was Sie nicht sehen können gerade ist, dass ich parallel auf dem Rechner angefangen habe, Zusammenfassungen zu schreiben. Und das war entscheidend, dass ich mir an einigen Stellen überhaupt erstmal, das ist hier am Ende Kapitel 2 Übergang, Ende Kapitel 1 Übergang zu 2, dass als ich versuchte, selber in Worte zu fassen, was hier eigentlich geschrieben steht, ich merkte, dass ich etwas nicht verstanden habe, dass für mich ein Bruch in der Argumentation war. Nicht, dass Frau Reinmann einen Bruch eingebaut hat, aber ich konnte ihn erstmal nicht nachvollziehen. Dann weiß ich, es gibt einen Punkt, wo ich mit diesem Wissen dann, wenn ich springe beim Lesen, weiß, wonach ich suchen muss oder ich habe ein Suchfenster, mit dem ich arbeiten kann, um mir den Text zu erschließen. Das Schreiben hat für mich das Moment, eine Art Selbstgespräch zu führen, so, weil mir ein Diskussionspartner zu dem Text erstmal während des Lesens fehlt, kann ich so selber in Worte fassen und gleichzeitig damit auch üben, den eigenen Stil zu finden, wie mit solchen Texten sich ausgedrückt wird. Kommen wir zum nächsten Punkt der Struktur. Die Aufarbeitung der Struktur fand ich was sehr Spannendes. Nachdem ich den Text durch hatte, habe ich mich daran gesetzt und versucht aufzuzeichnen, wie eigentlich die Autorin diesen Text als Gesamtwerk angelegt hat. Es beginnt mit einer Fragestellung einer These und der Vorstellung eines Vorgehens und eines Ansatzes, ohne jetzt zu viel auf den Inhalt einzugehen. Dann sehen Sie, wie hier etwas beschrieben wird zur Hochschuldidaktik, das Umfeld, eine Aufarbeitung, der Gegenstand der Hochschuldidaktik, da wird eine Definition daraus abgeleitet und im nächsten Schritt wird daraus, aus der Art, wie die Definition erstellt wurde, wird eine Folgerung gemacht, die in einer These mündet. Frau Reinmann verfolgt dann in dem Paper 4 Ansätze. Sie motiviert sie auch und begründet sie auch weiter. Und dann sehen Sie, wie diese 4 Ansätze durchdiskutiert werden als Stränge in ihrer Abgrenzung, was der einzelne Strang, was ihn auszeichnet, was er impliziert. Bei ihr sind es Anforderungen, soll, erklärt sich jetzt gerade nicht, wenn man den Text nicht ganz kennt, und danach pointiert und zusammen, fasst die Sachen nochmal zusammen, gibt einen kleinen Rückblick, erweitert die Definition und erklärt, was der Erkenntnisgewinn, der gewonnene Wert und die Folgerung daraus ist. Das ist eine Struktur, die Sie im Text aber nicht stringent so finden, natürlich von oben nach unten, zum Teil von links nach rechts, aber gerade hier ist ein interessantes Muster von ihr, Schreibmuster gewählt worden. Sie hat diese 4 Stränge aufgemacht und geht sie dann immer wieder so durch, erst diesen Aspekt, dann den nächsten, dann jenen. Man hätte natürlich auch so arbeiten können, dass man jeweils einen Strang durchdiskutiert. Was auch sehr stark auffällt, ist, dass sie diese ganzen Stränge sehr ausgewogen darstellt. Die Anteile sind sehr, sehr gleichartig. Es gibt keine Unwucht, dass zum Beispiel der eine Strang wesentlich mehr Platz und Raum einnehmen würde als zum Beispiel der 4. Strang. Das ist ein argumentatives Muster, ein Artikelaufbau, der mir sehr hilft zu verstehen, wie ich selber Texte erstellen und strukturieren könnte und auch mir hilft klarzumachen, inhaltlicher Aufbau und die Repräsentation, die Linearisierung sind zwei verschiedene Aspekte. Dann nochmal zu dem Punkt Stilmittel und Muster. Wenn Sie sich mit so einem Text auseinandersetzen und sich an einigen Stellen fragen oder anfangen zu hinterfragen, zu überlegen, was ich gerne mache, sind, dass ich Bilder mir aufzeichne, das, was ich gelesen habe. Und in diesem Prozess, das ist auch etwas Ähnliches, was wir in der Vorbereitungsphase hatten. Ich stelle sie mir trotzdem nochmal mit meinen eigenen Mitteln dar, wie ich das in dem Text sehe. Das lässt in dieser sehr, sehr starken Vergröberung auch wieder Muster erkennen und vielleicht ganz einfache Zusammenhänge, argumentative Zusammenhänge aufdecken. Und dann ist es später zum Beispiel dazu gekommen, dass ich entdeckte, dass sie mit diesen 4 Strängen, die sie entwickelt, wenn man das versucht zu abstrahieren, etwas tut, was ich hier aufgezeichnet habe,
dass sie ein Argumentationsmuster aufbaut, das einen bestimmten Begriff, eine Fragestellung im Präsens verortet. Es gibt eine Vergangenheit, eine Zukunft und da Bezüge herstellt. Von der Vergangenheit der Einfluss auf die Gegenwart, von der Zukunft auf die Gegenwart, die sich selber bezieht, auf sich selbst bezieht, das ist das Situative und die Reflexion, wenn ich diese drei Zeitbezüge nehme und so eine Art Metaebene einnehme. Das steht bei Frau Reinmann nicht direkt so drin, aber wenn man sich ihre vier Stränge anschaut und ihre Motivation, kann man dieses Muster entdecken. Und das ist für mich eine wertvolle Idee, so ein Muster zu extrahieren, weil es sind Möglichkeiten, wenn ich eigene Gedanken mal entwickeln werde zu einer Aufgabe, dann habe ich im Laufe der Zeit eine Sammlung solcher Muster, die mir helfen, ähnliche Gedanken zu entwickeln oder vielleicht auch Lücken in meinen Argumentationen zu finden. Ein anderes, was ich entdeckt habe bei Frau Reinmann, ist ein Stilmittel. Sie nimmt hin und wieder das Ich-Wort, bezieht sich also als Autorin, bringt sich in den Text ein mit dem Ich-Stil. Das setzt sie sehr sparsam ein und man bekommt mit, dass sie das als Marker benutzt, zu zeigen, hier ist wirklich mein Eigenbeitrag, hier ist eine Eigensichtperspektive, die ich reinbringe in den Text, die sich davon abhebt, was ich davor und danach beschrieben habe. Es gibt andere Stilmittel, aber das ist eines davon. Was ich auch viel gemacht habe, ist, sobald ich solche Erkenntnisse habe, versuche ich auch in dem Fall habe ich erstmal nur eine Geschichte gemacht, soziale Medien zu befeuern, ein bisschen in Dialog zu treten oder E-Mails zu schreiben oder in ein Forum was reinzuposten, damit der Text nicht für sich alleine steht und ich weitere Formen von Gesprächspartnern finde, aber auch das Moment, einen Gedanken zu formulieren und anderen mitzuteilen. Was ich auch noch gemacht habe, es ist, wenn Sie so wollen, dazu noch eine vierte Ebene. Ich habe mir das Literaturverzeichnis angeschaut. Ich bin ja noch Youngster in dieser Disziplin. Und habe eine ganz einfache Heuristik gemacht. Einmal überall die Begriffe, wo Design-Based Research vorkommt. Das ist ein besonderes Merkmal des Studiengangs, dass er darauf Bezug nimmt. Also das ist auch etwas, was mich interessiert. Das habe ich jeweils hervorgehoben aus Scholarship of Teaching and Learning. Und dann habe ich mir immer zusammengesucht, gibt es einen Autoren, der mindestens dreimal erwähnt wird. Das gibt mir ein Gefühl, welche Autoren sind wichtig, welche haben vielleicht eine Bedeutung. Ich weiß es nicht, aber es sind einfache Hypothesen. Ich übersehe mit diesem Ansatz auch etwas, aber wie das so ist am Anfang, Heuristiken helfen mir, einen Einstieg allmählich zu gewinnen. Auch eine spannende Entdeckung war ein Text, der eine Frage beantwortet, die ich an den Text selber hatte, Bildung durch Wissenschaft, was heißt das eigentlich? Hier gibt es eine ausführliche Antwort darauf. Das ist mit sehr, sehr viel Arbeit alles verbunden gewesen. Die Frage ist, kann man das schneller, effizienter und besser machen? Ich glaube, durchaus das kann man. Was meine Erfahrung ist, wenn ich einen Text so gründlich aufgesaugt habe, wenn ich ihn so durchdacht habe, dann kann ich auch einen anderen Text nehmen und sehr viel schneller bearbeiten. Ich muss nicht jeden Text mit dem gleichen Tiefgang bearbeiten. Aber wenn ich mir vornehme, einen Text durchzudenken, dann gibt es keine Abkürzung. Ein intellektueller Prozess, ein Verstehensprozess kennt keine Abkürzung. Es ist mühsam, es ist manchmal Arbeit, es ist aber auch wahnsinnig spannend, befriedigend das zu tun. Mal ist es zäh, mal ist es hochgradig selbstmotivierend. Und das Eintauchen ist in meinen Augen aber auch wichtig, um eigene Ideen zu bekommen, einen Text in der Tiefe zu durchdringen. Und wenn Sie sich mal vornehmen, mit diesen Sichtweisen an einen Text zu gehen, dann entdecken Sie eine Vielschichtigkeit. Dann sind Sie angeregt, etwas zu denken, was Sie nicht tun, wenn Sie nur rasch den Inhalt eines Textes aufnehmen wollen. Wenn Sie sozusagen Querlesen, Oberflächenlesen machen. Es passiert was anderes, ist auch eine wertvolle Technik, aber in Abgrenzung zu dem tiefen Strukturaufdenken, tiefen Denken, das sind zwei verschiedene Wege, wie man mit Texten arbeiten kann, aber ich finde diese Art hin und wieder sehr, sehr befriedigend und auch bereichernd weil in dem Moment lerne ich Unmengen dabei. Da dieses Thema sehr, sehr viel Raum lässt zu
Wie machen andere Menschen das? Wie gehen andere Menschen mit Texten um? Ich freue mich über Erfahrungen, Tipps und Hinweisen in den Kommentaren. Und dann werden wir mal weitersehen, wie es geht, wenn ich weiterlese, weiter studiere. Ich werde Ihnen wieder berichten. Machen Sie es gut.